Bei Square Enix werden Bugs als Features verkauft, bei Mortal Kombat werden Leute auf Soßennamen getauft, bei NHL wird was versteckt, der Doom-Code wurde nicht gecheckt und im Fernsehen läuft You Don't Know Jack. Für den ersten Fakt muss ich kurz eine kleine Story erzählen, damit ihr in den richtigen Mood kommt und versteht, wie krass dieser Fakt denn eigentlich ist. Wir schreiben jetzt also den 16. April 2018. Der US-Amerikaner Matthew Mellon stirbt in Cancun und hinterlässt seiner Familie einen Schatz, mehr oder weniger. Der Typ hat nämlich in Kryptowährung, genauer gesagt in Ripple, investiert und da liegen jetzt irgendwo 250 Millionen Dollar rum. Das Problem ist, A, weiß niemand, wo die Festplatten sind, wo das ganze Zeug drauf ist und B, kennt auch keiner die Passwörter. Und das ist das Problem, wenn du das nicht weißt, kommst du an die Kohle nicht ran. Das heißt, da liegen 250 Millionen Dollar, an die einfach keiner rankommt. Und ähnlich krass ging es bei NHL Breakaway 98 zu. In den meisten Fällen standen die Entwickler immer vor dem Problem, dass auf der Cartridge nicht genug Platz war und man dann irgendwelche Features wieder rausschmeißen musste, einfach weil man eben so beschränkt war. Bei NHL Breakaway 98 war es genau andersrum. Das Spiel war fertig und auf der Cartridge war noch ein bisschen Space übrig. Was macht man also? Man packt ein paar private und Urlaubsfotos rauf und die sichert man dann mit einem Code und dann merkt man irgendwann nach ganz vielen Jahren, scheiße, es kann sich niemand mehr an diesen Code erinnern. Das heißt, ähnlich wie die 250 Millionen Dollar liegen jetzt auf diesen N64-Cartridges und den PlayStation 1 CD-ROMs irgendwelche Familienfotos drauf, an die keiner rankommt. Es sei denn, man benutzt einen GameShark, damit kann man die Dinger nämlich trotzdem noch sehen. Und vielleicht wäre das mit dem GameShark gar nicht so eine blöde Idee für die Nachkommen von Mr. Mellon. In manchen Kopien von Final Fantasy 2, beziehungsweise wie es bei uns hieß, Final Fantasy 4, kann es durchaus passieren, dass wenn ihr 64 Mal durch Türen vor und zurück geht, das komplette Spiel abstürzt, also einfriert und ihr dann von vorne anfangen müsst. Aber, wie wir alle wissen, Bugs gibt es nicht, das ist kein Bug, das ist ein Feature und genauso hat Square Enix auch probiert, den Leuten das weiß zu machen, direkt in der ersten Ausgabe ihres Ogopogo Examiner Newsletters. Also das war wirklich ein Newsletter, den man sich per Post hat zuschicken lassen können. Und in der ersten Ausgabe gab es dann einen Artikel, der spricht dann vom 8 Quadrat Curse of Extinction. Da wird einem also erzählt, dass Serumus, der Bösewicht des Spiels, euch beobachten lässt durch seine Schergen und wenn ihr ihm zu viel herumschnüffelt und durch zu viele Türen geht, um ihm auf die Schliche zu kommen, ja, dann verflucht er euch. Und die Nummer, an der man sich orientieren soll, die man nicht überschreiten soll beim durch die Türen gehen, ist eben 64. Also da wird euch dann gesagt, macht das lieber nicht, sonst passiert was ganz, ganz Schlimmes. Ja, nee, ist klar. Der Name Ogopogo kommt übrigens von einer kanadischen mystischen Kreatur. Ogopogo, das ist so eine Wasserschlange mit Schafskopf und wallender Mähne. Wenn man sich jetzt fragt, warum dieser Name für das Vieh, zum einen, weil das Tierchen auch in Final Fantasy 4 vorkommt und zum anderen, weil Ted Woosley, also der Chief Editor vom Ogopogo Examiner, in Redmond, Washington wohnt. Und da sitzt nicht nur Square Enix und Nintendo of America und auch Microsoft. Nein, das ist auch verdammt nah an der kanadischen Grenze und verdammt nah am Okanagan Lake. Und in diesem Lake, also in diesem See, da lebt angeblich der Ogopogo. Wer schon mal das Original Doom gespielt hat, der kennt das. Ganz unten ist so diese Statusbar und die zeigt euch an, wie viel Gesundheit ihr habt und wie viel Munition ihr habt. Und dann ist da noch ein Bild vom Gesicht des Space Marines. Und der zeigt euch mit seinen Gesichtsausdrücken, wie es ihm denn gerade so geht. Und ein Gesichtsausdruck ist super, super selten, den sieht man so gut wie nie. Der ist bei den Fans bekannt als das Ouchface. Und der Grund, warum man den nie sieht, ist, weil es beim Programmieren einen kleinen Dreher, also einen kleinen Fehler gab. Ich probiere das jetzt mal zu erklären, ich hoffe, ihr versteht es irgendwie. Und zwar ist das eine Zeile, die befindet sich im Code an der Stelle, wo es darum geht, was passiert, wenn man im Kampf Schaden nimmt. So würde das Ganze aussehen, wenn alles richtig gelaufen ist. Da steht jetzt also, wenn die alte Gesundheit des Spielers vor dem Kampf, also vorm Schadensberechnen, minus der neuen, aktuellen Gesundheit des Spielers größer ist als Much Pain, und Much Pain hat man einfach mit 20 definiert, dann soll man dieses Gesicht zeigen. Das heißt, wenn man im Kampf mehr als 20 Schaden mit einmal genommen hat, dann kriegt man das Ouch-Face. Das Problem ist, man hat die ersten beiden Werte aus Versehen vertauscht. Da steht also im Originalcode, wenn die aktuelle Gesundheit des Spielers minus der alten Gesundheit, also vorm Schaden verrechnen, größer ist als 20, dann soll man das anzeigen. Was ja gar nicht geht, weil man ja eigentlich auf einen negativen Wert kommen müsste. Es sei denn, man kriegt Gesundheit dazu. Dann wäre ja mathematisch gesehen die aktuelle Gesundheit des Spielers größer als die alte Gesundheit. Das heißt, man kriegt das Ouchface im Original nur zu sehen, wenn man im Kampf, wo man eigentlich Schaden nehmen müsste, mehr als 20 Gesundheit dazu kriegt. Verstanden? Ich hoffe doch. Wow, mit so komischem Wissen werdet ihr definitiv gewappnet für die beste Videospiel-Quiz-Reihe der Welt, You Don't Know Jack. Und wenn ihr You Don't Know Jack nicht kennt, dann habt ihr was verpasst, denn das ist meiner Meinung nach einfach mal die beste Quiz-Show-Videospiel-Reihe überhaupt. Und das beste Segment sind die Gibberish-Questions, also die Schnickschnack-Fragen. Da kriegt ihr einen Satz, der an sich überhaupt keinen Sinn macht. Das ist wirklich totaler Quatsch, aber er reimt sich mit der Antwort, die zum einen dann ein Filmtitel sein kann oder einfach so eine Phrase, die man halt im Alltag sagt. Wenn ihr jetzt aber mit einem Spiel merkt, so ich
weiß überhaupt nicht, das macht überhaupt keinen Sinn, das ist alles Quatsch und ihr gebt Fuck you als Antwort ein, dann kann das eine ganze Menge Konsequenzen haben. Ihr werdet ermahnt vom Host, euch wird Geld abgenommen, euer Name wird geändert und wenn alle vier Spieler der Überzeugung sind, das macht überhaupt keinen Sinn, wir antworten jetzt alle konsequent mit Fuck you, dann kann es durchaus passieren, dass der Host das Spiel einfach abbricht. Und das wäre eine Praxis, die hätte ich von einem Videospiel nicht erwartet, aber vielleicht von der TV-Show, vielleicht sogar von der You Don't Know Jack TV-Show. Richtig gehört, das Videospiel gab es wirklich mal im Fernsehen. Das lief im April, glaube ich, 2001 auf dem amerikanischen Fernsehsender ABC und wurde gehostet von Paul Rubens, also von Pee-wee Herman. Ja, lief wohl nicht so gut, wurde nach 6 Folgen abgesetzt. Dass Working Title für Charaktere und Videospieltitel nicht immer so von sehr viel Kreativität zeugen, das ist bekannt. Ich meine, Pharah aus Overwatch hieß ursprünglich mal Rocket Dude, aber das ist halt so. Jedoch hat man sich in Mortal Kombat sehr, sehr einfach gemacht. Da war man überhaupt nicht kreativ. Man hatte nämlich Cyrex und Sektor und weil man die beiden irgendwie immer so zusammen gesehen hat, die sind sich ja auch sehr ähnlich und der eine rot und der andere gelb war, hat man sie Ketchup und Mustard genannt. Einfach mal Senf und Ketchup. Naja, gut, ins fertige Spiel übernommen hat man das logischerweise nicht, wäre auch ein bisschen komisch, aber man fand die Idee dann irgendwie doch so lustig, dass man wenigstens ein bisschen was übernehmen wollte und deswegen gibt es in Mortal Kombat unter anderem Deadly Alliance ein paar Angriffe mit den Worten Ketchup und Mustard drin, unter anderem eben eine der Pulseblade-Angriffe von Sektor mit dem Namen Ketchup's Revenge. Und wenn ihr jetzt nicht Opfer meiner Senfrache werden wollt, dann klickt euch doch noch ein bisschen durch die Endcard, guckt noch ein, zwei andere Videos und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten RGF. Achso, kleine Umfrage zum Ende noch hier oben einmal. Bitte klicken, wenn ihr noch die Zeit habt. Musikintros, ja, nein. Die Reime kommen natürlich nicht weg, wie ihr gesehen habt. Die blenden wir einfach am Ende ein. Ist das cool? Cool. Wenn nicht, dann eben nicht.